Dry blade shooting, roll sound. Okay, camera set, shooting, action. 3, 2, 1, play process. And you're shooting back. Ja, sehr schön. Let's change, please. Ich komme hier an, da ist dieser riesen Trailerpark, dann sind wahnsinnig viele Leute, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Das ist nicht business as usual. Man wacht jeden Morgen auf, kommt ans Set und ist plötzlich wieder doch in einer anderen Welt. Spannend war es natürlich immer auf dem Bootgimbal zu drehen. Da wackelt ja das ganze Ding. Markierungen und Positionen, wenn du dich ein bisschen falsch drehst, ein bisschen zu weit, dann bist du nicht im Licht, dann bist du nicht an der Stelle, wo du hin musst. Es ist ein sehr, sehr penibles und präzises Set. Es gab einen Drehtag, wo wir in diesen großen Becken, die es hier in Malta gibt, gedreht haben. You can close your eyes if it's too bright. Searchlights will go from one to the other. Das war anspruchsvoll. Die ganze Nacht im Wasser, irgendwo in der Nähe brennt das Feuer und man versucht dann nur gegen die Wellen zu kämpfen. Hallo! Überall Feuer, Explosionen und Rauch. Und das Ganze in einem Wellenbecken mit Blick auf den Horizont. Und cut. Danke. Gut. Moving on. Ich liebe das einfach, also mit Wasser zu arbeiten. Es ist sehr anstrengend, wie jeder weiß. Aber auch ein sehr filmisches Element, mit dem arbeite ich gern. Das reale U-Boot ist natürlich auch eins der Story-Elemente, für die wir uns wirklich sehr ins Zeug legen, wo wir uns sehr viel Mühe geben. Ich übernehme das Kommando über das Boot. Jawohl. Und zu. Es gibt viele Dinge, die wir uns einfach vorstellen mussten, die natürlich nicht da waren, die dann später reingesetzt werden. Und da freue ich mich immer drauf, weil ich finde, auch das Boot hat da tolle Visual Effects. Hol die vom Himmel! Los! Und cut. Wunderbar. Dennis ist ein Regisseur, wie man ihn sich backen würde, wenn man sich einen Regisseur zusammenstellt. Fantastischer Regisseur, der einen tollen Blick hat. Er liebt das Boot, ohne Frage. Er schafft es in diesem ganzen Gewusel und mit diesem riesen Brett, was er da zu stemmen hat, mit seinem Team eine Atmosphäre zu schaffen, die von großer Freiheit geprägt ist. Das nährt die Zusammenarbeit. Daraus entsteht so ein unglaubliches Vertrauen, dass man weiß, man kann alles machen. Ich weiß, wie Schauspieler manchmal so sind. Die haben sich dann was vorgenommen und dann wollen sie das unbedingt machen. Und Dennis schafft es dann aber immer so, alles zu regeln und klarzumachen, dass aber auch alle damit zufrieden sind. Johanna Lilly, ja, ist es die Möglichkeit. Okay. Wirklich der Einzige, der meinen zweiten Vornamen benutzt. Das Vorrecht des Patenonkels. Setz dich doch. Ich habe, finde ich, schon sehr viel Schönes gemacht in meinem Leben, aber das ist schon noch mal eine der schönsten Erfahrungen. Ich würde sagen, das ist einmalig und das ist ganz toll, Teil dessen sein zu können. Es ist ein bisschen wie mit der Familie arbeiten. Und das ist bei einer Serie, die so ein hohes Tempo hat und so anstrengend natürlich auch ist, weil es über so eine lange Zeit gibt, aus Regiesicht ein echtes Geschenk.